So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge waren wir bei der gefrorenen Flotte und haben einen kleinen Plot aufgedeckt, denn der Baron Mater, der Schwiegervater der Fürstin gewesen ist, hatte etwas gegen die politische Einstellung der jungen Frau und natürlich auch etwas gegen Emmerich, denn der wollte sich mit den Orks aus Orlinium verbünden bzw. einen Handel eingehen, und das wollte natürlich der Baron nicht, weil ja Rotgard ein sehr sensibles Thema war für die Bretonen. Und ja, wir konnten den Kapitän eliminieren, aber leider musste musste der Fürst Etienne sein Leben geben. Aber man muss ja immer ein paar Opfer bringen, deswegen ist es schon verträglich. Und in der heutigen Folge werden wir uns Erfahrungsfeste aufmachen. Und ich glaube, hier bin ich schon gewesen, oder? Ja. Oh, da hat sich der kratzt sich ja. Das habe ich ja noch nie gesehen in dem Spiel. Was es nicht alles gibt. So. Haben wir da vielleicht... Was ist das denn hier? Straßenrandheiler? Hallo? Heiler! So. Haben wir hier irgendwas? Oh. Kolumbianisches Ingwerbier. Okay. Aber das ist es auch schon gewesen. Gut, aber da haben wir ja gleich den Bären. Weißtod heißt der. Das ist auch ein schöner Name. Ja, auch jetzt sehr passend ist. Ach, hier ist Knurrt. Ach so. Ach, weiß und hat Knurrzahn. Tötet. Ach so, ist das okay. So, na, wir geben uns Erfahrung fest und müssen halt Neues hier irgendwie wieder hier hochkommen. Okay, ich dachte gerade, weil das so leicht gelblich geschimmert hat, dass da eventuell irgendwas auf uns wartet. Aber nun gut. Oh, die sind ja voll gemein. Ach so, okay, gut. Da können wir ja gleich hier hochgehen. Oh, renn nicht so schnell weg. Ich möchte dir doch gar nichts tun, du kleiner süßer Döbeltaucher. So, das sind wir wieder. Genau, die hatten wir ja schon mal gesehen. Rollerkart, die Vision verblasst. Und dennoch kann ich euch durch den Nebel am Ende des Lebens klar erkennen. Malakat, seid ihr das? Nein, ich sehe, Malakat hat euch zu mir geschickt, oder? Das bedeutet, seine Worte werden nicht verloren gehen. Was ist hier los? Die Vorschrag, sie griffen unsere Festung an. Sie schrien in Trinimax' Namen nach unserem Blut. Sie kamen wegen der heiligen Worte. Das verborgene Heiligtum. Aber sie haben einen Fehler begangen. Sie haben den Blutritus falsch gedeutet, der den Weg öffnet. Was soll ich tun? Malakat hat euch geschickt, um die heiligen Worte in Sicherheit zu bringen. Findet die anderen Archivare. Nehmt von jedem einen Tropfen Blut, um den Weg zu öffnen. Ihr könnt mit mir beginnen. Und wisset, dass das Agrakrun euch führen wird. War nicht Agrakrun das Schild? Ich werde das Blut sammeln und die heiligen Worte schützen. Oder hatten wir nur Agrakrun gelesen? Das kann natürlich auch sein. Der Pfeil scheint im Stil der Waldelfen gefertigt zu sein, genau wie die Pfeile, die Emily benutzt. Vielleicht ist es eine Art Nachricht.
so. Ah. Hallo. Was haben wir hier irgendwo noch einen Waschraum? Ich bin ein bisschen sehr paranoid und solche Sachen. Werden. Ach nee. Komm ich von. Ach so, okay. Oh, schnell, schnell, schnell. Da müsste ich. Ihr habt es geschafft. Hervorragend. Ihr habt mich gefunden. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Hat euch die Spur gefallen, die ich euch hinterlassen habe? Ja, sogar. Es war leicht. Verstecken, Pfeil abschießen, weitergehen und von vorn. Und ich konnte mich die ganze Zeit verstecken. Ach so, ja. Ich hab gerade gewartet, bis sie meinen Teil vorliest. Ich bin ein bisschen, ja. Oh, wie sie grinst. Oh, ist das niedlich. Klingt, als wüsstet ihr inzwischen, wie das mit den Heldensachen, wie das mit der Heldensache so läuft. Naja, größtenteils. Letztes Mal wurde ich um ein Haar erwischt. Das hat mir vor Angst fast die Blätter vom Ast geschüttelt, wenn ihr versteht. Ich bin schleunigst hier runter, um mich zu verstecken und auf euch zu warten. Ehrlich gesagt lief das in meinem Kopf alles wesentlich besser. Habt ihr etwas darüber herausgefunden, was hier vor sich geht? Ich habe herausgefunden, dass ein großes Gefängnis Teil dieser Festung sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie es versteckt haben könnten. Nichts hier sieht für mich nach einem Gefängnis aus. Oh, und ich habe noch etwas anderes gehört, während ich meine Pfeile sortierte und auf euch wartete. Was habt ihr denn gehört? Ein paar von den Vosh-Rak haben sich gestritten. Einer von ihnen ist zu diesem Ausblick darüber gestürmt. Er schien mir ziemlich sauer auf den Kult. Aus ihm kriegen wir die genaue Lage des Gefängnisses unter Umständen heraus. Oder er macht die ganze Festung auf uns aufmerksam. Irgendwelche anderen Ideen, wie wir dieses Gefängnis ausfindig machen? Die Kultisten reden. Viel. Unter Umständen können wir sie belauschen und etwas Nützliches aufschnappen. Oder wir können die Gebäude durchsuchen und auf das Beste hoffen. Wie dem auch sei. Teilen wir uns auf. Wir können uns wieder treffen, sobald einer von uns etwas findet. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Falls ihr etwas Nützliches findet, dann trefft mich hinter der großen Halle und versucht, keinen Alarm auszulösen. Je länger wir verhindern können, dass die Vosh-Rak unsere Anwesenheit bemerken, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie irgendwelche Gefangenen abschlachten. Was denkt ihr über die Vosh-Rak? Jetzt, da ihr es erwähnt, die Vosh-Rak kam mir für einen wahnsinnigen Kult ziemlich gut ausgerüstet vor. Ich habe selbst Armeen gesehen, die schlechter ausgestattet waren als die. Ihr glaubt, dass eine der Allianzen diese Extremisten ausgerüstet haben könnte? Falls unsere Seite dahinter steckt, dann weiß ich davon nichts. Eure Seite? So sehr es mich auch nach Abenteuern verlangt, habe ich mich doch nie an den bitteren Geschmack des Krieges gewöhnen können. Mein Clan weigerte sich daran teilzunehmen. Außerdem würde ich mich niemals einer Hochelfenkönigin beugen. Was soll ich sagen? Ich stamme eben von Sturköpfen ab. Okay, so. Okay, das ist die Sache. Was machen wir jetzt am besten? Weiter hier hochgehen. Oh, das wird ja richtig. Mal kurz hier hoch. Nee, falsch. Verdammt. Das war eigentlich nicht so geplant. Alles gut. Okay, sehr schön. Danke, andere Spieler. Oh, die Archivare, stimmt, ist noch das Blut. Das Blut einsammeln.
Gott, ich dachte schon gerade. Kiste mit Vorräten. Diese Kiste enthält eine Karte der Farun-Festung. Zu den Markierungen auf der Karte gehört auch eine, die auf einen alten Brunnen hinweist. Neben dem Brunnen hat jemand die Worte gekritzelt, möglicher Eingang zum unterirdischen Gefängnis. Nur dann, wenn man hinunterfliegen kann. Ha. Achso, hier komme ich gar nicht hoch. Okay, dann rennen wir wieder hier hoch. Mal hier rein. Gucken wir es hier nochmal ganz schnell rum. Warte mal, auch nichts, okay. Gut, dann gehen wir noch mal kurz hier hoch. Ah, warum sind das jetzt so viele auf einmal? Schnell. Hallo. Da haben wir das Blut auch gesammelt, ne? Da haben wir das wenigstens auch noch angelegt. So, damit dürfen wir es eigentlich das letzte haben, ne? Sprech mit Asrat, okay. Ihr wollt... Fremde, ihr ehrt Malakat mit euren Taten. Auch ich diene dem Zürnenden und als sein Werkzeug der Vergeltung schwöre ich, dass der Tod der Archivare nicht ungesühnt bleiben wird. Ihr hingegen verfolgt bei all dem eine andere Absicht, glaube ich. Und wer genau seid ihr? Die Getreuen von Malakat brauchen Beschützer, ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten. Ich bin einer von Malakats sterblichen Dienern. Aha. Einer der Agra-Krun. In der Gemeinsprache würde man uns den Blutschild nennen. Ihr habt das Blut der Archivare, ja? Ich habe das Blut, aber ich weiß nicht so recht, was ich damit tun soll. Wir hatten bislang nur wenig Zeit, euch vorzubereiten. Und jetzt haben wir sogar noch weniger. Malakats Rache duldet keinen Aufschub. Aber ich kann euch dieses Buch geben. Es beschreibt den Pfad, auf dem ihr wandeln müsst. Oh Gott. Dieser Pfad war nicht für euch ausersehen, doch ihr müsst dennoch auf ihm wandeln. Wo fange ich an? Beim großen Turm der Festung. Darin wartet ein Schrein von Malakat, doch er verbirgt sich am wahren Ort der Macht unseres Fürsten. Das Blut ist der Schlüssel, doch nur euer Wille und euer Glaube können den Weg enthüllen. Und dieses Buch wird mir helfen? Initianten benutzen es, um in den alten Orden aufgenommen zu werden. Ebenso wie jene, die Zuflucht in den Hallen von Malakats treuen Dienern suchten. Es wird euch anleiten, doch wie der Zornige selbst wird es euch nicht an die Hand nehmen. Ihr müsst euch anstrengen, wenn ihr Erfolg haben wollt. Nun geht. Wartet, erzählt mir mehr über die Agra-Krun. Die Blutschilde? Für die meisten sind wir nur Schatten. Doch für einige wenige sind wir ein strahlendes Leuchtfeuer. Bergt die heiligen Worte, ehe die Voschrak sie vernichten, so wie der Rasende es euch aufgetragen hat. Ich habe meinen eigenen Auftrag. Später können wir uns weiter unterhalten, wenn ihr möchtet. Alles klar, wo ist denn jetzt hier dieses Buch? Ist das hier irgendwo? Nein. Ach, ich muss da oben hin. Okay. Schnell, 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 schnell. Haben wir noch jemanden? Nein, okay. Dann machen wir mal ganz schnell das oder vielleicht nicht ganz so schnell. Ich muss tiefer. Alles klar, dann legen wir mal los. Ach hier, haben wir das.
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich gerade vorgreife oder nicht. Part des Gläubigen nutzen. Okay. Eine schöne Stimme. Gut, ich, also ich weiß, welche Türen wir gehen müssen. Nämlich immer die, an der die Kerze angezündet ist. Oder? Achso, muss ich jetzt hier runterspringen? Und so kommt eine Initiantin zu uns. Oh, das sieht richtig gut. Ich werde mal kurz fischen gehen. Noch wieder geschehen. Dann ist es meine Zeit. Ja, einen Augenblick. Ich muss mal kurz noch was Wichtiges hier machen. Ich komme gleich zu euch. Keine Sorge. Na, hallo. Weiß mal jemand an von euch? Ach jetzt. Und ich hab Tor, ich hab einen Tod. Und das war's. Okay. Alles klar, hallo. Schlagt nur zu. Oh, was? Ich dachte, ich rede jetzt gerade mit der. Ich habe es. Upsi. Ihr habt bewiesen, dass ihr fähig seid, das zu tun, was Malakat von euch verlangt. Gut. Nur. Ihr habt euch gut geschlagen, Fremde. Nicht nur konntet ihr diese Zuflucht finden, sondern ihr habt euch auch als würdig erwiesen, die heiligen Worte mit euch zu führen. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr so sehr in Malakats Gunst steht. Warum muss die Hüterin sterben? Die Entscheidung lag bei euch, auch wenn Malakat stets ein Opfer verlangt. Als zur Schaustellung eurer Treue und Hingabe. Doch seid eines versichert. Die Hüterin kannte ihre Rolle und sie wusste ihr sehr zu gefallen. Und was ist mit eurer Aufgabe? Die Archivare sind gerecht und Malakats hungriger Zorn gesättigt. Fürs Erste. Die übrigen Vorschrag werden ihre schwindende Zahl rasch bemerken und Farun verlassen. Sicher? Bis dahin bleibe ich hier, um die Zuflucht zu bewachen, während ihr die heiligen Worte in Sicherheit bringt. Wohin soll ich die Schriftrolle bringen? Die Agra-Kruen sind überall um uns herum. Gut sichtbar versteckt. In Orsinium beispielsweise wartet eines der mächtigsten Mitglieder unseres Ordens. Bringt die Schriftrolle zu Chroma, doch bewahrt sie unbedingt sicher auf, bis ihr sie erreicht. Der Trinimak-Kult will die Wahrheit um jeden Preis vernichtet sehen. Orsinium ist groß. Wo finde ich Chroma? Geht ins Wohnviertel und sucht nach dem Haus, in dem das Licht Malakats scheint. Folgt dem Licht. Es wird euch zu Chroma führen. Gebt ihr und nur ihr allein die Schriftrolle, auf der die heiligen Worte niedergeschrieben sind. Nun geht und möge Malakat euch beschützen. Hab Dank. Was macht er jetzt? Ja, sich erstmal strecken, ne? Ist ganz anstrengend hier alles. Okay, und bleibt einfach auf ihr stehen. Oh, kann ich ja noch mal kurz. Ich werde noch mal kurz hier fischen gehen. Nimm mal Fischrocken. Vielleicht kommt ein anderer Fisch angeschwommen. Diese Zeit muss sein, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen runterkommen von dem ganzen Stress. Ein Schlachterfisch habe ich. Okay, gut, das ist ja jetzt gar nicht so besonders. Oh nein. Ach doch. Oh, ich dachte schon, ich hätte wieder einen Bug. So. Ah, okay. Ich hatte auch so was Falsches eingestellt. Muss ich mal kurz gucken, haben wir hier. Na gut, ein Relikt wird wahrscheinlich hier nicht irgendwo zu finden sein. Nee. Okay. Nur gut. Da werden wir erstmal wieder hier rausgehen. Und dann müssen wir wieder die gute Emily suchen gehen.
bin gerade hier. Achso. Achso, okay. Okay. Alles klar, gehen wir nochmal hier hoch. Ach, jetzt müssen wir aber nochmal. Oh, jetzt müssen wir so diesen doofen Eingang. So. Toll. Gut, hat sich die Sache natürlich jetzt hier auch ein bisschen erledigt. Und brennt denn das Söldner jetzt hier weg? Kann ich hier hoch? Ja. Ich glaube, Arkagun, das Blutschild, das habe ich ja eigentlich schon. Ne? Denke ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ich glaube nicht. Das war bestimmt irgendwie bei dem Ausgang von dem Schrein. Und ich habe es bestimmt übersehen. Dann da mal die Evelyn hier. Habt ihr irgendetwas über das Gefängnis erfahren? Ich habe interessante Informationen in Erfahrung gebracht, aber nichts, was uns in just diesem Augenblick weiterhelfen würde. Das Gefängnis ist unterirdisch. Unterirdisch? Wie in einem Verlies oder so? Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich mir jetzt eine Schaufel schnappe und losgrabe. Sowas mache ich nicht. Es gibt einen Brunnen, der in das Gefängnis führt. Wir müssen nur einen Weg finden, ihn hinunterzuklettern. Dann muss heute unser Glückstag sein. Wir sind nicht nur der Entdeckung entgangen, sondern ich habe beim Durchsuchen der Kasernen auch noch dieses Seil gefunden. Was für ein Zufall. Es sollte lang genug sein, um den Grund des Brunnens zu erreichen. Gute Idee, legen wir los. Folgt mir. Ich sichere das Seil und lasse es in den Brunnen hinunter. Seid mir bloß vorsichtig da unten. Wer weiß schon, welche Sorte von Monstrosität am Grund eines orkischen Brunnens haust. Kommt zum Brunnen. Das eigene Spiegelbild. Ach so. Ich bin aber ziemlich mutig, einfach so loszurennen, ne? Sie können ja trotzdem immer noch irgendwelche Waschrack da rumstehen. Ich bleibe zurück und schaue mich hier oben noch etwas. Genau. Das Gefängnis von Farun. Bestrafungen können bei den Orks hart ausfallen. Ja, Gefängnisse. Ja. Hallo, Freelan, Human. Interessanter Einsatz eines Seils. Und auch noch erstaunlich praktisch. Ich bin überrascht, dass das bisher noch niemand so versucht hat. Ihr seid keine Gefangene. Ich kenne jeden, den sie hier reingeworfen haben. Und ihr gehört ganz sicher nicht zu den Woschrak. In Ordnung, ich gebe auf. Wer seid ihr? Das ist erstmal egal. Ich bin aber hier, um den Ork-Häuptling zu retten. Wer seid ihr? Ich? Ich bin niemand. Hallo, niemand. Nur ein einfacher Maschinenbauer, der dieses Gefängnis errichtet und in Schuss gehalten hat. Bevor man mich selbst hier reingesteckt hat. Ich habe es geschafft, den gefährlichsten Gefangenen aus dem Weg zu gehen. Zumindest bis jetzt. Zum Glück kenne ich diesen Ort buchstäblich so gut wie meine Westentasche. Ihr habt dieses Gefängnis gebaut? Nun, ich habe diesen Bau entworfen. Den Großteil der schweren Arbeiten haben allerdings die Orks vom Clan Farun übernommen. Der Häuptling hat mich angeheuert, obwohl ich ja nun offenkundig kein Ork bin. Er schätzte meinen Sachverstand und meinen trockenen Sinn für Humor. Aber es waren diese Woschrak, die mich eingesperrt haben. Warum haben euch die Woschrak denn eingesperrt? Nun, ich bin da nicht der Einzige. Sie haben eine Menge Mitglieder des Clans hier unten reingesteckt. Und dann haben diese Bastarde die Käfige geöffnet, um die echten Gefangenen freizulassen. Für sie war das eine Art krankes Spiel. Aber ich habe nie einen Alarm gehört.
Ihr müsst so unauffällig wie ein Schatten sein. Ich versuche, Leute hier rauszuholen. Könnt ihr mir helfen? Nun, dieses Elixier könnte sich als nützlich erweisen. Es gibt da eine Kammer, auf die ihr stoßen könntet. Sie füllt sich mit Gas, wenn die Zellentore sich versehentlich öffnen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Trinkt diesen Trank. Dann braucht ihr euch um das Gas nicht zu scheren. Ich habe immer eine Fiole davon bei mir. Nur zur Sicherheit. Wir glauben ihm einfach mal. Schmeckt wie Kotze, wirkt aber einwandfrei. Oh, da ist auch noch der Dornenraum. Ein wunderbarer Mechanismus zur Verteidigung. Es sei denn, man befindet sich gerade in der Kammer, wenn er aktiviert wird. Denkt daran, dass er sich zurücksetzt, wenn man die drei Ventile nicht schnell genug dreht. Gibt es irgendeinen Weg um den Dornenraum herum? Nein. Nicht, wenn ihr es durch das Gefängnis schaffen wollt. Doch es gibt ein viertes Ventil, das sich auf der anderen Seite der Wand beim Ausgangstor befindet. Schließt dieses Ventil vor den anderen. Dann wird die Falle nicht zurückgesetzt. Betrachtet dies als Belohnung dafür, dass ich nicht getötet wurde. Okay, gut, dann schauen wir uns trotzdem mal hier kurz um. Schaden kann es ja nicht. Entlaufener Mörder. Das bin ich doch eigentlich auch, nicht? Aber das ist so ruhig einfach mal hier. Ich würde eigentlich mich sofort ans Seil schwingen und da hochklettern. Entlaufene Mörderin. Das sind viele entlaufener Brigand. Okay, hallo. 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 Laufen nach der Fliege. So, weg mit euch. Wir müssen ja jetzt hier nicht jeden mitnehmen. So. Okay, nein, ihr habt mich nicht gesehen. Oder vielleicht doch. Was ist jetzt sogar fein? Der schläft. Okay, den möchte ich jetzt nicht bei seinem Schönheitsschlaf stören. Oh, Mistral. Wen habe ich denn jetzt hier? Ach da. Ach, ich habe den fast gar nicht gesehen. Auch noch was. Mehr habt ihr nicht drauf? Meine Herdmutter schlägt härter zu und die ist tot. Was war, oder? Ihr schon wieder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr mögt mich. Und da ist auch schon wieder Kuroks Kettenhund. Seid ihr hier, um euch zu vergewissern, dass ich immer noch ein Gefangener bin? Oder sollt ihr mir für ihn die Kehle aufschneiden? Na los, worauf wartet ihr noch? Tötet mich einfach und bringt es hinter euch. Oder habt ihr nicht den Mumm für solche Aufträge? Ihr seid der Häuptling, der gefangen genommen wurde? Kurok schickte euch los, den gefangenen Häuptling töten, aber er sagte euch nicht, dass ich das bin? Ha, wie typisch. Nun, die verdammten Kultisten konnten mich nicht umbringen, die entflohenen Sträflinge konnten mich nicht umbringen und ihr werdet das auch nicht schaffen. Hohepriesterin Solgra schickt mich, nicht Kurok. Die Trinimag-Priesterin? Sie ist genau wie diese Schwachköpfe, die meine Festung angegriffen und mich hier reingesteckt haben. Sie haben meine Gefangenen freigelassen und sich einen Spaß daraus gemacht, sie uns foltern zu lassen. Doch am Ende sind sie die Angeschmierten. Ich lebe noch. Ja, das sehe ich. Warum sollte ich euch denn nach dem, was ihr im Tempel in Osinio getan habt, noch retten? Wovon redet ihr da? Nach meinem Aufbruch aus Osinium traf ich gerade rechtzeitig hier ein, um dabei zuzusehen, wie die Vorschrag meine Festung eroberten. Seitdem bin ich ein Gefangener in meinem eigenen Verlies. Ich hatte auf keinen Fall die Zeit, irgendwas im Tempel zu treiben. Die Fanatiker riefen während des Angriffs unentwegt euren Namen. Das ist schön.
Meine Bewunderer sind wundervoll. Doch ich hatte weder mit ihnen noch mit dem Tempel etwas zu tun. Wollt ihr jetzt noch weiter plaudern oder lieber von hier verschwinden? Mein Arm ist verletzt. Damit fällt das Klettern aus dem Brunnen schon mal flach. Wir müssen einen anderen Ausgang finden. Klingt, das hättet ihr einen Einfall. Den habe ich tatsächlich. Doch die Verteidigungsanlagen des Gefängnisses sind immer noch aktiv. Das wird es etwas knifflig machen, hier herauszukommen. Ihr habt Glück, dass ich hier bin. Nun gut, dann lasst uns mal nach dem Ausgang suchen. Zuerst müssen wir durch die Kammer des Hohns, wo wir die gefährlichsten Gefangenen... Die Kammer ist durch Giftgas geschützt. Falls wir Ärger kriegen, müsst ihr euch darum kümmern. Mein Arm ist ja verletzt. Ja, und so. Kein Problem. Ja, ihr habt ja noch einen anderen Arm, ne? Ich denke mal, mit links könnt ihr auch schön Köpfe spalten. Verdammte Tore! Die hatte ich ganz vergessen. Diese verflixten Baumeister und ihre ständigen Nachbesserungen. Also, nur damit ihr es wisst, wenn wir das nicht genau richtig machen, sterben wir alle beide. Cool. Das soll euch nicht unter Druck setzen. Ach, kein Problem. Ich wollte nur, dass ihr wisst, worum es hier geht. Was müssen wir tun? Ich muss die Schalter für die Notfallsteuerung per Hand in der richtigen Reihenfolge drehen, um das Tor zur nächsten Kammer zu öffnen. Aber das ist die Kammer des Hohns. Sie wurde darauf ausgelegt, unsere gefährlichsten Insassen zu verwahren. Deshalb wird das nicht so leicht. Das ist es nie. Was wird noch geschehen? Sobald ich den Vorgang beginne, wird der Raum mit Gift gefüllt und diese Zellentüren dort schwingen auf. Ich versuche mich zu beeilen, aber mit einem verletzten Arm bin ich nicht sehr schnell. Haltet mir bloß die Gefangenen vom Leib und bleibt aus dem Gas raus. Ein Maschinenbauer gab mir ein Elixier zu trinken. Er meinte, es würde gegen das Gift helfen. Ihr seid Freelan begegnet? Ha! Ich wusste, dass sie diesen verdammten Bretonen nicht umbringen können. Der Mann ist ein Genie. Ich bin froh, dass ihr seinen Rat angenommen habt. Dieser Trank könnte euch das Leben retten. Ihr müsst mir aber immer noch die Gefangenen vom Arsch halten, damit ich das Tor öffnen kann. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Sobald ich diesen Hebel umlege, gibt es kein Zurück mehr. Macht euch bereit. Ich lege den Hebel um. Jetzt! Cool. Ogre. Ogre. Nimm es mal euch. Einer erledigt. Ich kümmere mich um den nächsten. Lasst bloß diese Gefangenen nicht an mich ran. Na, kein Problem. Cool, Trolle. Zu werden. Noch komplizierter, okay. Du, wahrscheinlich kommen jetzt alle weiter, ne? Was? Ohrtrunkler und schlechter. Aber noch einer muss noch ein bisschen sein. Letzter Hebel! Viras der Rote. Ist das ein Vampir? Ja. Aber nix, mit dem ich nicht zurechtkomme. Er kommt. Das ist fertig. Bleiben wir in Bewegung. Ja. Oh, cool. Gut, da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns den weiteren Weg durch das Gefängnis kämpfen und hoffentlich wohlbehalten auf der anderen Seite ankommen. Und dann müssen wir nochmal mit Häuptling Barfuag reden, denn so wie es scheint, war er gar nicht der Übeltäter, der die Fanatiker auf den Tempel des Zorns gehetzt hat. Das müssen wir alles noch bereden, wenn wir hier wieder eine ruhige Minute haben. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.